Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute mal wieder im Wald unterwegs und das wird eine kleine VA für den Bernd vom Kanal Hornsby anlässlich seiner 500 minus Abonnenten. Finde ich eine geile Idee. Bin hier gerade an so einem Feuchtbiotop und möchte heute Morgen zu den Höhlen, dort eine Kleinigkeit kochen und ein bisschen über Bernd seinen Kanal erzählen. Jo, es ist jetzt 6.30 Uhr, ist ja heute wieder sehr heiß gemeldet und da ich sowieso gerne früh morgens gehe, ist das passend. Sonnenschein.
Hier sind überall solche Feuchtbiotope. Das ist auch ein Naturschutzgebiet. Und da wollen wir auch nicht länger stören. Mal weitergehen. Kommen jetzt gleich zum Fischweiher. Und dann geht es auf der anderen Seite auch schon hoch zu den Höhlen. Und dort wird dann mal der Hubo aufgebaut, ein Käffchen gemacht und ein bisschen was gebrutzelt. Hoffentlich kommen die Vögel, da ist ein Höllenkrach, hoffentlich kommt das auch gut rüber. Hier am unteren Teich. So Bernd, ich bin jetzt in den Höhlen angekommen und ich habe sogar eine Taschenlampe dabei. Ich weiß noch nicht, ob die reicht. Und dann wollen wir doch mal vielleicht mal weiter hineingehen. Ja, die Lampe ist schon etwas schwach, aber ich glaube, man sieht schon etwas. Aber sie ist ein bisschen arg schwach. Jo, dann. Aber du siehst ja, ist eine ziemlich große Sandsteinhöhle, die auch schon zum Teil zugeschüttet wurde. Jo, und aufgeräumt ist sie. So, jetzt wollen wir zuerst mal einen Hobo aufbauen und dann gibt es mal was zum Futtern. So, das Kaffeewasser steht auf. Und jo, jetzt haben wir mal die Dinge, die dann noch kommen werden. Und in der Zeit werden wir ein bisschen erzählen, ein bisschen dummschwitzen. Jo, Bernd. Was soll ich sagen zu deinem Kanal? Mir gefällt dein Kanal. Der ist einfach klasse. Ich gucke da auch jedes Video, weil mir das gefällt mir einfach. Und jetzt suche ich den Kaffee. Was soll ich da noch zu sagen? Einfach toll, abwechslungsreich, schöne Touren, die du machst. Gefällt mir alles, Bombe. Da kann ich also nicht meckern und mach einfach weiter so. Was ich noch anmerken möchte, ist, dass du manchmal etwas unsicher rüberkommst, aber ganz ohne Grund. Also ich finde deine Videos wirklich top. Jo. Und auch der Austausch zwischen uns beiden, Messer hin und Messer her. Und kommentarmäßig alles top. Da kann ich also nicht meckern und auch nichts Negatives sagen. Jo, Bernd. Das wäre so mal mein Statement zu deinem Kanal. Einmal frei, top. Und was will man mehr? Unterhaltsam, abwechslungsreich. Ganz besonders gefallen mir natürlich deine Videos, wo du kochst. Das ist einfach klasse und das gefällt mir eben. Jo, jetzt lassen wir das Kaffeewasser noch warm machen und dann stellen wir mal den Topf auf, um was Handfestes in den Magen zu bekommen.
im Moment mein meistbenutztes Messer, das Bushcraft Small, modifiziert. Toll. So, der Kaffee ist fertig, das Essen steht auf, da ist jetzt gewürfelter Speck, Putenfleisch, da kommen jetzt noch Maultaschen zu und wie immer hat der Christoph seinen Löffel vergessen und da muss ich mir jetzt was einfallen lassen, werde mir wohl was schnitzen müssen. Jo, ich werde jetzt nochmal fertig kochen und dann melde ich mich wieder nach dem Essen. So Bernd. Das Essen habe ich vertilgt. Ich habe mir eine Gabel geschnitzt. Da ging das leidlich. Alles aufgeräumt. Ich mache mich jetzt an den Rückweg. Und jo. Zu diesem Zwecke müssen wir den Pfad hier hoch. Ich hoffe, die kleine VA hat dir gefallen. Und mach weiter so mit deinem Kanal. Mir gefällt's, ich habe da auch nichts zu mäkeln. Einfach klasse. So, ich darf mich jetzt schon mal verabschieden. Schon wieder viel zu viel geredet. Vielleicht hört man da die Vögel auf dem Video, hoffentlich. Weil da ist richtig was los. So, Bernd. Das wäre es eigentlich von mir für heute gewesen. Bis dann. Tschüss.